Die Lokführergewerkschaft GDL ruft Beschäftigte bundesweit zu einem 12-stündigen Warnstreik auf. Die Rhein-Ruhr-Bahn zeigt sich trotz akzeptabler Angebote und bereits zweimaliger Verhandlungen überrascht. Von dem Streik sind auch der Niederrheiner und die Ruhrortbahn betroffen, also die Linien RB 31 und 36. Ein Busnotverkehr wird eingerichtet. Fahrgäste sollen sich über Fahrpläne und aktuelle Lage informieren. Die GDL fordert unter anderem eine 35-Stunden-Woche und höhere Löhne. Unternehmen am Niederrhein erwarten schlechtere Geschäfte in den nächsten Monaten, zeigt die Herbstkonjunkturumfrage der niederrheinischen IHK. Kritik äußern die Unternehmen vor allem an den Rahmenbedingungen. Es fehlen die richtigen Impulse aus der Politik. Nur 1 von 7 Unternehmen gab in der IHK-Umfrage an, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Energie- und Rohstoffpreise wurden als größte Risiken genannt. Bisher war Fachkräftemangel das größte Sorgenthema. Die Unternehmen fordern Abbau von Bürokratie, schnellere Planung und Bau sowie neue Flächen für die Wirtschaft. Das Homberger Unternehmen PCC feiert in diesem Jahr 30-jähriges Bestehen in Duisburg. Oberbürgermeister Sören Link lobt die Firma als Erfolgsmarke, die Dynamik und Kontinuität vereint und Duisburg weltweit repräsentiert. Die PCC-Gruppe liefert chemische Rohstoffe und Spezialchemikalien für verschiedene Branchen wie Automobil- und Bauindustrie. Als langfristig orientierter Investor konzentriert sich das Unternehmen auf nachhaltige Investitionen zur Steigerung der Unternehmenswerte. PCC beschäftigt 3.400 Mitarbeitende und ist international erfolgreich mit über 1,3 Milliarden Euro Umsatz. Der vegane Weihnachtsmarkt fällt in diesem Jahr aus. Die Organisatoren bedauern die Entscheidung sehr. Der Markt lockte seit 2018 mit kreativen Ausstellern, alternativem Speiseangebot und Bühnenprogramm in die Duisburger Altstadt. Laut Organisatoren ist der Aufwand immer größer geworden, einen eigenen Wintermarkt auf die Beine zu stellen. Einige Stände suchen nun nach kurzfristigen Lösungen, um zumindest an einigen Tagen im Advent einen kleinen Markt zu veranstalten. Der von Duisburg Kontor organisierte Weihnachtsmarkt startet am 16. November in der Innenstadt. Die Duisburger Sportschau verkündet 2 weitere Top-Acts für die Gala am 3. November. Boy Loijen, der niederländische Weltmeister am Rhönrad, und das Breaking-Quintett New Raw Wave werden Shows präsentieren. Außerdem werden wieder Grundschulklassen auf der Bühne im Theater am Marientor auftreten. Während des Abends werden zudem die beste Sportlerin des Jahres, der beste Sportler, das Team und die beste Trainerin geehrt. Karten zum Preis von 25 und 20 Euro sind weiterhin online unter www.rheinruhrticket.de sowie über die Vorverkaufsstellen erhältlich. Der Zoo Duisburg freut sich über 3 kleine Fosser. Geboren worden ist das Trio bereits am 6. Juni. Im Rahmen der tiermedizinischen Untersuchung wurde das Geschlecht von 2 Männchen und einem Weibchen bestimmt. Die einzigartige Zuchtanlage am Kaiserberg bietet genau die Voraussetzungen, die es für die Nachzucht der madagassischen Raubtiere braucht. Fossas sind vom Aussterben bedroht. Schätzungen gehen davon aus, dass im ungünstigsten Fall nur noch etwa 2500 Stück auf Madagaskar leben. Um die Tiere vor Ort besser zu schützen, initiierte der Zoo Duisburg einen Artenschutzfonds, in den Förderer Spenden einzahlen können.